Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir aktuell fahren wir Schweine rüber zum neuen Stall. Der erste ist gleich voll mit 90 Tieren. Muss ich mal ganz kurz schauen in der eigenen Garage, ob die 90 Tiere stimmt. Ansonsten, naja, wir könnten ja Mischfutter verkaufen. Wir hätten ein bisschen Geld für noch einen Stall. So, die nächsten 6 Schweine. Wie gesagt, 6 brauche ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal bestätigen. Zeit noch 5. Ich wollte mal gucken, ob wir da 90 reinkriegen. Wenn mehr ist, ist besser. Aber Schweinestall 90. Gut. Ist so. Dann fahrt ihr mal rüber, weil ich kann die nicht lange im Hänger lassen, das bekommt ihr nicht. Längere Zeit, dann bleiben die reißen die Hufe hoch. Ja, und das wollen wir ja nicht, ne? Dann haben wir noch ein paar Junge noch da, also wir noch einen Stall kaufen. Dann geht der Plan nicht ganz so auf, wie ich wollte, dass ich etappenweise Ställe mache. Dann muss ich halt immer 2 machen. Oh, da geht verdammt viele. Viel Tiere. Muss ich mal sehen, dass ich in die Muttersauen reduziere, wenn es zu viel wird. Aber erstmal wenn wir die Tiere entsprechend versorgen mit dem Rest Futter und dann schauen wir, ob wir einen Wasseranhänger kriegen, einen günstigen. Beziehungsweise können wir den weißen nehmen für mich. Ach Quatsch, ja, abkippen mit I. Und dann bringen wir die mal Wasser. So, jetzt haben wir 90 Schweine. Hinterlege mein Futter, dann kriegen die anderen auch Futter. Wie gesagt, das sind alles Ferkel um die 6 Kilo. Schweine wachsen halt hier schnell. Wie gesagt, jetzt ist später Sommer, damals ist später Herbst. Später Herbst, das heißt 6 Tage, halbes Vierteljahr mehr oder weniger. Dann kommt der Winter. Im Winter war die Umstellung auf 3 Tage nach dem heutigen Stand. Und dann kriegen die immer sehr, wie die Schweine einen Schock kriegen vom Wachstum her. Aber eigentlich nicht. Dann müssen sie halt im Gewicht ein bisschen zulegen oder die nächsten Schweine dann wachsen halt. Das passt sich dann an irgendwie. Hoffen wir mal. Ansonsten sehen wir näher, wie es am besten wird. Die brauchen noch Futter für. Quatsch, die brauchen jetzt nochmal einen Stall. Ich denke mal, wir haben noch bestimmt nochmal 90 Tiere offen. Ich kriege hier nochmal ein Restfutter. Okay. Hätte ich eher vorgehen sollen, müssen, können. Hätte ich mir einmal Futter dagegen sparen können. So, egal. Ich muss nachdenken. Mischfutter verkaufen. Das war an der LKW. Ja. Und dann muss ich noch Stroh einsammeln. Machen wir erst Stroh, ne? Heißt, wir fahren den Kurs ein von Feld Nummer 12. Heißt, den einen Kurs, den haben wir schon. Überführungskurs von Feld Nummer 12 zum Hof, zum Lager und dann zurück. Und dann sehen wir her, wenn das fertig ist, das dauert eine ganze Weile.
Ah, da lassen wir liegen. So haben wir eigentlich genug, deswegen jetzt nicht ran. So, immer sehen Richtung Feld Nummer 12. Ja, oh, so viel Arbeit hier, ne? Mal was anderes außer Mais, ne? Aber Mais kommt ja auch noch. Wenn hier näher Mais kommt, ne, also an der Karte näher außerfällig, Flügen. Ja, Produktion haben wir da ja nicht. Obwohl ich Düngerproduktion da testen werde, müsste aber eigentlich auch funktionieren. Dünger ist ja in sich gleich. Nur die Tiere geben da kein Mist zur Zeit und deswegen ist das aktuell nicht sinnvoll. Ne? Also immer mal schauen, das ist ja diese blöde Rampe, die Brücke, wie wir am besten fahren. Dass er sich da nicht irgendwie mal festfährt. Das wäre äußerst ungünstig, wenn ich da ständig eingreifen müsste. Wir müssten eigentlich von da oben anfangen. Weil die Kurve kriegt er hier nicht. Mit Kursplay, das wird schwierig. Da habe ich schon Probleme. Die Bremsung ist auch wieder von Arsch. Warum es so ist, keine Ahnung. Tastatur ist irgendwie ja, besser. Ja, fange ich hier vorne an. Ja, das kann man machen. Das ist blöd. Gebe ich ehrlich zu. Ich müsste von da oben kommen. Von der Straße runter. Richtung Feld. Wo fahren wir nicht in Graben? Und dann könnte er da auch zurückfahren. Das könnte er machen. Dann können wir schön Straße fahren. Auf der rechten Seite, wie gesagt, Bereiche, wo die Straßen zu eng sind, ist es eigentlich besser, wenn sie sich nicht kreuzen. Ne? So. Dann machen wir gleich so. Fahren wir die Straße. So, Feld 12 wird sich anbieten, mit zwei Fahrzeugen zu fahren. Aber wir haben nur einen Anhänger, mit er sammeln kann. Den müssen wir noch reparieren. Sobald der Kurs. Ah, das ist blöd. Tacken müssen wir auch. Na gut, dann müssen wir gleich vorbeifahren. Das macht ja nichts. Da kann er ja in Zukunft dann mal automatisch tanken. Ist nicht so tragisch. Diese Auffahrten zum Deich sind etwas zu steil. Etwas. Also. Da wäre ein Tick weniger ganz gut. Etwas. Das mache ich damit. Oh, komm da nicht raus. Mein schönes Mais. So, der Kurs ist hinüber. Hm, ja, schlecht. Muss ich lang. Ah ja, Kursplay ist es. Stop. Oh, das ist irgendwie ein Treiber, irgendwas. Irgendwann erkennt er es gerade. Und ich weiß nicht was. Zeigt mir nicht an. Dann muss ich mal eine Runde fahren. Also, ich habe mit Wassergeräusch, ist irgendwann mein Treiber im PC. Oder ein Programm, was automatisch läuft. Kann auch sein. So, das gleiche nochmal. Halt ein bisschen langsamer nächstes Mal. Muss ich halt diese Rampe ein bisschen ruhiger fahren. Mais kaputt gefahren. Oh, nee. Verluste. Kosten. Die im entgangenen Gewinne. Na gut, der fährt auch 70 km/h, da muss man dazu sagen. Also. Einen Takt damit rein.
mit 53 und so, da gäbe es diese Probleme nicht. Das gleiche nochmal von vorne. Was soll's? Das ist halt so, ne? Passiert halt. So. Jetzt mal nach vorne fahren. Mal hier ein bisschen ruhiger fahren, ein Stückchen da vorne. Weil er ist auch ziemlich schnell auf 70 km/h. Und da ist das Gefühl so nicht, ne? Also wenn man jetzt reell im Traktor sitzen würde, würde man ganz anders reagieren, weil man dann eher das im Gefühl hat, dass man merkt, wie schnell er fährt. Aber wenn du jetzt hier geradeaus fährst und denkst, oh ja, böse Falle, steht immer in Österreich ein Schild, 5% Gefälle oder mehr, und weiß Bescheid, dass du da nicht mit Vollgas runterfahren kannst. Aber gut, was soll's, das ist auch, die Karte ist halt so, ne, wo man halt so neben mit ist, und jeder hat einen anderen Geschmack, das ist ja so. Und da ich ja die Karte nicht alleine machen kann, ob die oder eine andere Karte, ist egal, jedenfalls ist das so, muss ich ja so neben mit ist, und das ist auch okay. Aber tanken wir trotzdem, hätte ich auch gleich machen können, ne. Können wir gleich reparieren, was soll's. Der kann ja hier ruhig langfahren, das macht ja nichts. Das einzige, was blöd ist, dieser blöde Stromkasten, das ist irgendwie ungünstig. Weil, wenn ich da vorbeifahre und der macht mal die Kurve nicht so, wie er soll, dann ist es schlecht. Hauptsache, das klappt auch mit Kursplay, so wie ich dachte, mit Reparatur jetzt. So, da muss der Hänger mit drin sein. Ich wollte ihn reparieren. Hat er irgendwie abgehängt? Nö. Gut, jetzt fahren wir zum Lager. Über Lager rüber und dann geht das, kippt man den Rest schon ab. Und jetzt geht es zur Straße, ne? Nur schön rechts fahren, falls man irgendwann mal zwei Fahrzeuge fahren soll. Was ich von davon gehe ich mal aus, weil das Feld ziemlich groß ist. Dann werden wir hier entsprechend auch Platz haben müssen. Dass sie beide sich im Prinzip nicht im Wege stehen. Und das kann man auch als Kurs nehmen für Abfahren Drescher, ne? Wo ich da nicht so bisher nicht so begeistert war, weil es klappte meist nicht so gut. Weil ich auch mit drei Drescher oder vier oder zwei meist auch Fahrer im Verband und Abfahrer in der Beziehung, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, ne? Weil er kennt den Anhänger nicht, das ist das Problem. Und dann fährt er nur einen Haufen.
Straße alles gut, da hält er an, aber auf dem Acker, da ist es so, da wenn er weiß, er wird gerade gekreuzt von einem Drescher, hält an, lässt ihn vorbeifahren oder fährt selber vorbei, aber das passiert nicht. Das ist noch ein bisschen entwicklungsbedürftig. So, da sind wir. So, Ende. So, wenn wir speichern. Oh, Felswurf. Wolf. Hof. Sie. Nicht die. Na, auch eh auch nicht. Silo. So, das haben wir erstmal. Jetzt mal den wir löschen. Jetzt suchen wir mal den Kurs. Und zwar Schwarten, ne? Ja, S vergessen. So, ergänzen wir dann eins dazu. Das haben wir schon mal. Ach, das war das andere hier. Man sah schon hier mit Getreide. Ersten Wegpunkt, Feldmodus. Es ist ganz wichtig, Feldmodus zu nehmen. Weil sonst fährt er mit 3-4 km/h über den Acker und dann geht nichts vorwärts. Ne? Also Feldmodus, dann kann er das entsprechend annehmen und arbeiten. Unser Kalkfutzi ist auch fertig. So, liebe Schwester, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal auch mal Schüssel wegen den Gischo, ciao. Ja, vielleicht sieht man sich zur nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit neuen Stall kaufen und Mischfutter verkaufen. Tschüss.